Experiment. Dann auf ins Privatlabor. Damit wir das auch noch hinter uns bringen können, irgendwie. Jo. Ist ja nicht so, als ob wir es heilig hätten. Heilig hätten. Genau. Wir haben es heilig. So geht's los. Können wir jetzt da rein? Jetzt kann ich nicht. Gut, dann kannst du halt nicht. Was machen wir dann? Ich bin verwirrt. Das Experiment. Was soll ich da noch machen? Ich habe noch 10 Punkte zu suchen. Arbeitstisch habe ich mir schon alles angeguckt. Der Dialoggenerator ist richtig eingestellt. Ich hoffe, Laura kann darüber kommunizieren. Ich bin mir nicht sicher, was Laura mir versucht zu sagen, sofern das wirklich Laura ist. Brief haben wir uns schon durchgelesen, Buch haben wir uns schon angeguckt. Ah. Seufz. Guckt ihr nochmal den Computer an. Videos. Nee, das hat man erst. Sonst haben wir aber nichts Neues. Nee, jetzt beim Bericht haben wir uns auch schon durchgelesen. Das ist strange. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen müssen. Yay! Ach Gott. Geh mal nach oben. Wir gucken uns mal noch mal in deinem Zimmer um. Vielleicht klappt's ja. Ah, fangen wir an. Irgendwie ist das Kleid weg. Loras Kleid ist Ja, weg. fällt ja früh auf. Kann sie es genommen haben? Ich glaube, langsam werde ich wirklich verrückt. Loras. Das ist jetzt wirklich strange. Sagt mein Status dazu, dass ich jetzt alle Bonus im Kapitel gefunden habe. Das hat's gebracht. Toll. Dusche. Die Dusche ist leer. War Laura heute Morgen wirklich hier? Anscheinend ja. Ich brauche kein Handtuch. Gut, dann brauchst du halt kein Handtuch. Was kann man noch machen? Ist eine sehr gute Frage. Mit Mrs. Dorton vielleicht noch mal reden? Vielleicht gibt es ja was. Also, den Labors kann jetzt nichts mehr sein. Da haben wir ja jetzt schon so ziemlich alles wirklich abgegrast. Und dann haben wir nichts weiter. Nee. David, kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, ich brauche nichts. Kannst du doch nicht mit ihr reden? Da, doch. Ah, gut. Das macht sich schon besser. Sam. Haben Sie Samantha irgendwo gesehen? Ich muss mit ihr reden. Nein. Wahrscheinlich ist sie in Oxford. Warum ist sie nie da, wenn man sie dringend Ford, hast du braucht? sie Sie nicht müssen gar nicht so gebraucht? komisch gucken. Ich bezahle sie schließlich, oder? Ich habe nichts gesagt. Sie waren ja heute ganz schön viel unterwegs. Übertreiben Sie es nicht. Sie sehen ja, dass das Ihnen nicht gut tut. Und seit Sam im Haus ist und diese Dinge passieren. Ich habe nicht vor, mir das zur Gewohnheit zu Geht machen. klar. Oh. Ist das der neue Elektroschockometer? Nett. Weiß jemand, wo Miss Everett abgeblieben ist? Miss einer für alle, alle für einen. Hat sich wohl dezent aus dem Staub gemacht. Sam scheint etwas unzuverlässig. Bestimmt hat sie gute Gründe. Schließlich war es für sie schwer genug, uns dazu zu bringen, heute Abend zu kommen. Egal. Wir machen ohne sie weiter. Schließen Sie die Augen.
Autsch. Wir waren's nicht. Samantha! Musst du jeden Morgen rumschreien? Oh, das kann ich jetzt schon wieder abkauen. Ha! Whoops. Ich habe das hier heute Morgen in meinem Bett gefunden. Wenn dieses Kaninchen nicht aufpasst, endet es noch als Innenfutter für meine Hausschuhe. Ach, herrje, das tut mir leid. Er muss sie ja wirklich gern haben. Er war noch nie bei jemandem im Bett, außer bei mir. Er ist eigentlich ein ganz braves Kaninchen. Er wird bald gar kein Kaninchen mehr sein, wenn das so weitergeht. Und Sie? Wo waren Sie gestern Abend? Ich? Du? Ich weiß, dass Sie keine Wissenschaftlerin sind, Samantha. Aber es gibt für die Durchführung von Experimenten nun mal gewisse Grundregeln. Wie soll ich ein stichhaltiges Experiment durchführen, wenn ich nicht einmal gewährleisten kann, dass so etwas Grundsätzliches wie die Testpersonen bei jedem Versuch gleich bleiben? Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, dass ich rechtzeitig zurück sein würde, aber dann... Wie sollen die anderen Studenten mit dem nötigen Ernst an die Sache rangehen, wenn Sie, meine Assistentin, kommen und gehen, wie es Ihnen in den Kram passt? Glauben Sie etwa... Was ist das? Was für eine riesige Beule. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Was ist passiert? Es geht mir gut. Ich bin gestern auf der Treppe gestürzt und musste danach erstmal eine Weile sitzen bleiben. Deswegen, habe ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ist Ihnen schwindelig oder haben Sie Kopfschmerzen? Nein, alles in Ordnung. Wirklich. Ich glaube, wir sollten lieber ins Krankenhaus fahren. Und zwar sofort. Das muss wirklich nicht sein. Mir geht's gut. Gibt es irgendwas Bestimmtes, das ich heute erledigen soll? Ja, in der Tat. Wie gut kennen Sie Angela und Helena? Nicht gut. Gibt es irgendeinen Grund, warum Sie sie unter Verdacht haben? Ja, aber fragen Sie mich nicht, warum. Ich habe keine Zeit, um das jetzt zu erklären. Ich will, dass Sie so viel wie möglich über die beiden herausfinden. Wie lange Sie schon in Oxford studieren, was Sie vorher gemacht haben und so weiter. Und machen Sie einen Abstecher in den Fitnessraum. Ich will wissen, ob dort irgendjemand gestern Abend etwas Auffälliges gesehen hat. Gut. Melden Sie sich dann später bei mir. Und die Sache gestern Abend merke ich mir. Das passiert nicht nochmal. Geht klar, wir versuchen's. Helena und Angela? Wieso gerade die beiden? Das frage ich mich gerade sehr. Bleib lieber, wo du bist, Houdini. Gegen den großen Mann hast du keine Chance. Naja, und als Info dafür, Schuhe willst du bestimmt nicht enden. Gut. Insgesamt ist gut. Planänderung. Alle Virtus C Teil 2. Der Geistesdreadhill anwesend. Ermittlungen im Club der Lämmer. Und Bonuskapitel 6. Das fängt ja schon mal gut an. Gut, dann... Wo müssen wir alles hin? Fast überall. Gut, dann gucken wir auch erstmal in die Küche und reden mit Mrs. Dorton. In der Hoffnung, dass wir da irgendwo wieder eine Zeitung finden oder sowas. So. Küche. Dahin will ich. Ich frage mich, wo Mrs. Dorton steckt. Nicht hier, anscheinend. Es gibt noch nicht mal Zeitung. Was ist denn das? Okay, dann suchen wir Mrs. Dorton. Im Speisesaal vielleicht? Und im Keller glaube ich mal eher weniger, dass sie sich da aufhält. Nein. Sprechzimmer vielleicht?
Ich will wissen, wo sie ist. Gut, da drin nicht. Abgeschlossen. Ja, das fängt ja schon mal. Es geht ja schon mal schön weiter, wenn das immer noch abgeschlossen ist. So, dann gehen wir mal nach oben. Im Keller gucke ich als letztes nach. Und dann ist sie da. Wird mich nicht wundern. Oberer Flur. So, nee, da kann es nicht sein. Ich nehme an, dass keines der Zimmer benutzt wird. Ja, das ist klar. Gut, in Davids Zimmer können wir auch noch nicht, glaube ich mal. Gut, dann gucken wir draußen mal. Ich liegt ja vor der Tür eine Zeitung. Oh, das Telefon klingelt. Hallo? Linkweller hier. Oh. Schnucki, ich bin's. Oh Gott. Shelley, ich hoffe, du gibst mir wegen heute Abend keinen Korb. Ich habe einen guten Champagner gekauft. Und deine Frau hat ihren Bridge-Abend. Ich weiß. Ich rufe eigentlich wegen der Uni an. Ich muss doch morgen meine Arbeit abgeben und... Also ich schaffe es wohl nicht ganz. Muffy war gestern krank und ich habe kaum geschlafen. Das muss dieses neue Katzenfutter sein. Du weißt doch, wie empfindlich ihr Magen ist. Shell, also, du weißt doch, ich darf niemanden bevorzugen. Also, wenn ich pünktlich abgeben soll, muss ich heute Abend an der Arbeit weiterschreiben. Dann sehen wir uns wohl erst wieder nächste Woche. Zwar nicht genau das, was ich mir erhofft hatte, aber vielleicht kann ich damit trotzdem irgendwas anfangen. Danke, Schnuck. Okay, gut. So viel dazu. Gucken wir mal in den Hinterhof. Hinterhof, ja. Und sehen uns mal da um. Ich lebe immer noch in der Hoffnung, dass irgendwann das Motorrad repariert wird. Ich meine, gemacht werden sollte es ja. Gut, es funktioniert wieder. Hat mich keinen Penny gekostet. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob schon mal jemand etwas so Nettes für mich getan hat. Eigentlich hat das nur gemacht, damit du hier verschwindest. Vielleicht ein Sensibelchen. Das hat er eigentlich nur gemacht, um sicher zu gehen, dass ich von hier auch sicher wieder verschwindest. Wenn er dich nicht mehr braucht. So. Okay, gut. Wir müssen später nochmal hier drauf zurückkommen, nehme ich an. Dann gehen wir erstmal ins Oxford-Zentrum, reden mal wieder ein bisschen mit Mephistopheles. Kaufen vielleicht was ein, was wir brauchen. Und dann machen wir erstmal unser Daedalus-Rätsel weiter, würde ich sagen. Ja, das klingt mal nach einem guten Plan. So. Ladezeit. So, wir kaufen den Black Rand langsam leer. So. Oh mein Gott, du bewegst dich mal von deinem Platz weg. Was ist kaputt? Miss Everett, ich hatte gehofft, dass Sie heute hier vorbeischauen. Das ist schön. Freut mich, dass Sie mich vermisst haben. Ich habe vorhin ein bisschen ausgemistet und etwas gefunden, das Ihnen gefallen könnte. Ehrlich? Was denn? The fuck? Was ist das? Eine magische Laterne. Oh. Man stellt ein Bild hinein und die Laterne projiziert es dann wie ein Hologramm nach außen. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Oh, wow. Das ist ja cool. Da ist ein Schmetterling dabei, aber Sie können jedes beliebige Bild dafür verwenden. Früher hat man solche Laternen gerne bei Seancen benutzt. Was kostet sie? Sie stand jahrelang im Schaufenster und es wäre unangemessen, dafür Geld von Ihnen zu verlangen. Ich schenke kostenlose Geschenke! Oh, wirklich? Das ist ja nett von Ihnen. Ich... Danke. Vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal bei meinen Shows benutzen. Genau. Das ist ja nett. Danke. Yay!
Gern geschehen. Danke, dass du jetzt wieder auf deinen Platz zurückgehst. Du stehst da so... sonst irgendwie nicht da, so wo du sonst stehen solltest. Gut, dann gucken wir mal. Was brauchen wir? Wichtiges. Zaubertinte. Aha. Und sonst? Alles mal durchgucken. Gut, sonst brauchen wir nichts. Wir brauchen diesmal nur Zaubertinte. Gut, und wir müssen mit Mephistopheles reden. Ja, Samantha. Vorfall im Fitnessraum. Ich will Ihnen etwas zeigen. Ich habe das Foto gestern Abend im Fitnessraum auf dem Campus gemacht. Und Sie haben niemanden gesehen? Nein, es war dunkel und ich hatte nur das Blitzpulver. So habe ich das Foto gemacht. Wie man sieht, ist nicht viel darauf zu erkennen. Ich habe eins der Gewichte an den Kopf gekriegt und bin bewusstlos geworden. Als ich wieder zu mir kam, war er weg. Er? Gewagte Theorie. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es eine Frau war. Ich habe wahrscheinlich eher gesagt, weil ich die Person nicht wirklich leiden kann. Ich war nur für ein paar Minuten bewusstlos. Danach waren alle Gewichte in der Mitte des Raumes zu einer Pyramide aufeinander gestapelt. Und die Drähte, oder was auch immer er für den Trick verwendet hat, waren weg. Er hat nicht die von mir aufgestellten Fallen an den beiden Türen ausgelöst. Also hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass er beobachtet wird. Wer auch immer dahinter steckt, ist ein Meisterillusionist. Vielleicht einer der besten auf der ganzen Welt. Sie müssen diese Person kennen. Wer wäre zu so etwas fähig? Wer wäre wohl fähig genug? Die Sache ist wirklich amüsant. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Welche? Ach, das ist doch offensichtlich. Sag, die nächsten Schritte. Wenn Sie mir nicht verraten dürfen, wer es war, können Sie mir wenigstens sagen, wie ich es selbst herausfinden kann? Was würden Sie an meiner Stelle tun? Es schmeichelt mir, dass Sie mich um Rat fragen, Miss Everett. Lassen Sie mich nachdenken. Dann denk nach. Warum ändern Sie nicht einfach den Zeitpunkt oder Ort des nächsten Experiments? Sagen Sie niemandem ein Sterbenswörtchen. Nur Sie und Dr. Stiles dürfen Bescheid wissen. Und selbst die Testpersonen dürfen es erst im letzten Moment erfahren. Natürlich. Der Eindringling muss den Experimentplan kennen und hat viel Zeit investiert, um diese Tricks vorzubereiten. Wenn wir das nächste Experiment im letzten Moment ändern, hat er keine Chance, schnell genug zu reagieren. Danke, das ist eine sehr gute Idee. Gerne doch. Naja, das hört sich doch toll an. Ich würde jetzt noch schnell bezahlen. Ich möchte bezahlen. Bitte sehr. So. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Natürlich. Gut, wir haben unsere Zaubertinte, wofür wir die auch immer die benutzen dürfen dann. Und guck mal, wie wir jetzt weiter am Rätselchen rätseln können. Am Denalus Club Teil 2. Uns fehlen ja, glaube ich, noch drei... Ah, Telefon. Ja, wer ist jetzt dran? Hallo, Verdammt, da kann ich das Ding ja gleich ausschalten. Oh, na, das ist ja jetzt interessant. Oh mein Gott. Helena und Mephistopheles? Vielleicht hatte David ja recht. Es ist eine von den Mädels. Und die beiden haben mich komplett zum Narren gehalten. Ich habe ihnen alles anvertraut. Sie stehen unauffällig da an der Seite und denken uns nichts Schlimmes. Ehrlich jetzt? Können wir jetzt nochmal mit Mephistopheles reden? So, like, hi. Miss Everett. Hi. Hi, schön Sie zu sehen. Nee, reden können wir mit dir nicht. Schade. Gut, dann kümmern wir uns um das Rätsel und um Helena... Da gehen wir später nochmal drauf ein. Wahrscheinlich. Gut, also dass sie hier rein ist und irgendwas gemacht hat, das ist schon irgendwie... Interessant. Gut.
Gut. Harry Potter war das letzte, was wir da hatten, glaube ich. Tintenhof von Oxford, da haben wir nur noch irgendwas, was wir uns so angucken können. Dann wahrscheinlich auf der Seite. Solange es noch silbern ist, gucke ich es mir noch an. In der Hoffnung, dass ich es nicht im letzten Moment auch noch verpenne. So. Hier rein glaube ich mal, dass ich nicht kann. Dahin gehen wir mal in das Lidl-Laden und dann gucken wir uns nochmal an Wendy Dark um. Würde ich sagen, bevor wir jetzt weitermachen. Okay, mit dir kann ich nicht reden. Hase. Diverse Artikel. Grinsekatze. Da, die Grinsekatze ist süß. Da ist nichts mehr drin. Schade. Ich finde die Grinsekatze trotzdem süß. Ich will sie haben. So, Postkartenständer. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Ich glaube nicht. Nein. Gut, so viel dazu. Dann glaube ich mal nicht, dass du auch noch was anderes da hast. Dann gehen wir wieder raus und gucken uns im Windy Dog um. Und wenn es da nichts mehr gibt, dann gebe ich es auf. Ich glaube mal nicht, dass Mephistopheles noch irgendwas für ein Bonuskapitel hat. So. Jagdhorn. Mit dir kann man nicht reden. Mit dir kann man nicht reden. Die sehen nicht so aus, als wären sie Mitglieder im Daedalus. Ja, glaube ich auch nicht. Gut, dann so viel dazu. Wunder, Wunder, wo könnten wir nur hin? So, egal. Christchurch, da müssten wir hin, wegen unseren netten Daedalus-Club-Rätsel. Können wir jetzt in den Speisesaal? Endlich. Gut, das dauert ein bisschen. Wie war das Rätsel, kriege ich nochmal? Ja, das ist der restliche Müll, den wir alles gekriegt haben. Alle Volus C, den würde ich mir gerne nochmal angucken. Zerbrach ein IE ab mit dem Fock, vorige Blöcke verzoten Vetter. Mit Hälsen lang wie ein Ohrenstreich. Ab mit dem Fock. Achso, ja. Vorige Blöcke verzoten Vetter. Ich bin mir nicht im geringsten sicher, was soll ich jetzt machen soll. Ein Gemälde mit drei jungen Frauen. Ist das sonderlich wichtig? Anscheinend nicht, nein. Gut, und sonst haben wir auch so gut wie nichts hier. Das ist doch schon mal ein super Anfang. Wenn wir mit nichts anfangen, kommen wir auch mit nichts weiter. Irgendwas hat es mit diesem Gemälde auf sich. Hogwarts Einladung. Hogwarts Schule für Hexereien. Hogwarts? Diese. Und der Verwaltungsrat bitten ihre Anwesenheit in Hogwarts der Schule für Hexereien und Zauberei. Gut. Und wir können aber auch nur das Bild mit den drei Frauen angucken. Ein Gemälde mit drei. Das Bild ist ein bisschen schräg, das wundert mich. Warum ist das Bild schräg? Der Saal wurde für einige Szenen verwendet. Das heißt, im Speisesaal muss irgendwas sein. Ich bin gerade zu blöd, irgendwie was zu finden. Guck dir das Rätsel nochmal an, bitte. Ab mit dem Pfock. Gut, das haben wir schon mal hinter uns. Feurige Böcke verzurten Vetter. Mit Hälsen lang wie ein Nornstreich. Finde Alice, neigt sie sich wicht für ihren besten Flicken. Such zuletzt den heißen Vasen und gib ein des Reimes Namen. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen hier irgendwie Alice finden. Aber dann wiederum, wie zur Hölle soll ich das machen? Ist ja jetzt eine gute Frage.
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Gut, ich glaube, das war aber auch erstmal genug für heute. Ich würde dann sagen, wir gehen kurz nochmal raus und sehen uns dann wieder im nächsten Part von Let's Play Grey Matter. Sam wird hier warten. Ich werde auch hier nicht warten. Und damit würde ich sagen, ich bin Yuki-chan, hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.